Und wer weiß, wie es weitergeht. Bleibt dran und hört alles, was wichtig ist auf KDFT Radio Bay Nation. Hey Mann, ich versuche seit einer Stunde durchzukommen und jetzt habe ich vergessen, was ich mir wünschen wollte. Könnt ihr einfach was Gutes spielen? Gefällt's dir, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Oh. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Ich hab's ein... Marcus? Was machst du hier? Hey, Miranda. Ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja, klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat. Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig. Gut. Dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle.
Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallums. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Hier ist Fred. Welcome, Fred. Bye-bye. Total quadratisch. Jess und die Leute haben sich unterhalten? Ja. Vielleicht haben sie auch getanzt in die Füße. Scharten über den Boden. Ich muss noch Musik für den Abend zusammenstellen und die Charakterbögen ausdrucken. Die Boden steht leer. Sesam, öffne dich. Vertrittst du mich bei dem Richards-Meeting? Tobias, ins Management? Alter, ich hab zu viel zu tun. Bestens. Okay, Marcus, die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Sendeempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Sendeempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun.
Mann, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Bereit. Cool. Warte. Ich verfolge den Datenfluss. Ich hab Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay, ich habe ihn auf deiner Karte markiert. Es gibt Berichte über einen gewalttätigen Kriminellen in Ihrer Nähe. Over. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Hey, ich will mit dir.
jetzt aber. Stimme zusammen, ihr Link. Ich gehe in Deckung. Deckung. Aufgeben wäre das Schlimmste. Notruf. Was ist passiert? Ich bin unter Beschuss. Hey, haben Sie das gehört? Hört ihr das? Was? Eines möglichen Kriminellen in ihrer Nähe. Over. Hab's gehört. Endlich auf! In Deckung! In Deckung!
sie mal nach. Verdächtigen unbekannt. Überprüfe nächsten Bereich. Lassen Sie die Waffe fallen und zeigen Sie sich. Zeigen Sie sich. Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, Howard! Wir haben die Position nicht. Ich habe eine Frequenz. Los! Komm schon, scheiße. Pass bloß auf, Marcus. Ich empfange eine Menge Bewegung. Das FBI wird dich erwarten. Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay, ich habe noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte.
Sie... Hey, hey! Wir brauchen die Verstärkung! Hörst du die Straße, ist Kerl im Anzug? Alles anschnallen! Wir kriegen! Lass hören! Hey, Wrench. Ich hab hier gleich den dritten Punkt. Los, beeil dich, Mann. Wie ist es mit der Kellnerin gelaufen? Gehen auf ein Konzert nächsten Donnerstag. Cool. Ja, die scheint echt in Ordnung zu sein. Nicht wie... Sofort stehen bleiben. Ich mach überhaupt nichts. Auf den Boden. Jetzt. Ich gehe mit der Katze Gassi. Wrench? Wrench! Shit! Sitara, Wrench ist weg. Das FBI hat ihn. Hab ich gehört. Scheiße. Gib mir seine letzte Position. Hat keinen Sinn. Sie bringen ihn in das Versteck. Du musst die Triangulation beenden, um herauszufinden, wo er ist. Beeilung. Komm schon. Komm schon. Ich muss das schaffen. Thank you.
Sendeempfänger platziert. Triangulation läuft. Es ist die alte 16th Street Station. Mal sehen, was da läuft. Hack dich in die Sicherheitskameras. Ich hack mich rein. Ist das so ein Roy Orbison-Ding oder was? Also, mein Dad hat gesagt, Roy hat die Brille getragen, um sein Lampenfieber zu überwinden. Okay. Ich stelle eine Frage. Ist die Antwort ja? Dann gehen Sie als freier Mann mit der Maske. Wer zum Teufel ist Roy Orbison? Ist die Antwort nein, dann bleibt die Maske weg. Sie gehen in den Knast und bleiben genau der, den Sie im Spiegel nicht sehen wollen. So sieht's aus. Sie sind Mitglied von DedSec. Fakt. Sie legen sich mit dem Staat an. Fakt. Sie werden als Staatsproblem behandelt. Fakt. All diese Punkte zusammen eröffnen mir eine Reihe von Optionen. Sie sind ein feindlicher Kämpfer. Das heißt terrorhaft. Guantanamo eventuell. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Sie helfen mir mit DedSec. Bringen mir Ihre Zero Days und Infos über die gesamte Gang. Sie bringen mich rein. Okay, sehen Sie. Im Moment bin ich für Sie der Gott. Geben Sie mir was. Bringen Sie mich auf eine Spur. Namen, Adressen. Ich schwöre Ihnen, Sie wollen mich auf Ihrer Seite. Sie können Stop. Nicht... Ich habe ihm gesagt, dass er seine Zeit verschwendet. Sie gefährden diese Untersuchung. Sie haben hier nichts zu sagen. Nichts! Dann nur zu. Sagen Sie es dem Boss. Rufen Sie Chief Agent Monroe an, und zwar jetzt! Dummes Schwein. Was zur Hölle ist los mit Marcus? Ich meine, er ist doch nett, fehlgeleitet, aber was soll's? Er kann dich vor dem, was noch kommt, nicht mehr beschützen. Das FBI will ein Exempel an ihm statuieren. Ich meine, dafür sind sie ja da. Schade drum, aber du... Du kannst dich entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du einsteigst oder ob du überrollt wirst. Sie machen alles, was wir gegen diesen Kerl in der Hand haben, unzulässig. Entschuldigung. Weil es Agent Fuentes so schwerfällt, die Dinge langfristig zu betrachten. Du kannst jetzt gehen. Erzähl deinen Freunden von dem Deal. Wenn das FBI sie in Ruhe lassen soll, müssen sie nur zu mir kommen. Ja, zu mir! Ansonsten... wird es ziemlich hässlich. Nein, 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 nein. Nope. Ich finde, es ist Zeit, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Wie ein großer Junge. Und der Welt zu zeigen, was du wirklich bist. Ich lasse euch zwei Turteltäubchen dann mal allein. Bringen Sie ihn raus. Ordentlich. Oh, verdammt, ihr Drecksschweine! Ich hol mir diese Maske zurück! Wrench? Ich bin hier. Ich hol dir deine Maske zurück. Du hast das gesehen? Niemand behandelt dich so. Nein, Marcus, Mann. Du hast jetzt echt wichtigere Sachen zu tun. Scheiß drauf! Ich pass auf dich auf! Diese verdammten Arschlöcher. Darauf sollen wir reinfallen? Die kriegen uns nicht. Die kriegen uns niemals. Wrench braucht diese Maske. Wenn einer aus dem Team was braucht, holen wir's. Absolut. Dann hacke ich ihren verfluchten Server und hol mir alle Daten über ihren kleinen Erpressungsplan. Waschen wir dreckige FBI-Wäsche.
16th Street Station. Die Maske muss hier irgendwo sein. Sein. Hauptquartier informieren, dass er weg ist. Dass sich in ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Hierher, ich sitze fest! Die Maske muss hier irgendwo sein.
Halt! Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Ich stöbere ihn auf.